Grüß dich, ich spiele die Tagesherausforderung vom 31.03.2023 auf der Karte Flussbett. Das Affenwissen habe ich bei mir deaktiviert und als Helden nehme ich hier Obin Greenfoot mit. Okay, los geht's. Ich beginne hier auch gleich mit Obin Greenfoot und platziere ihn in etwa hier an diese Stelle und lasse das Spiel auch gleich schnell laufen. Achte auf meinen Einsatzradius, ich decke diesen Weg hier noch ab und auch dieses Stückchen von dieser Kurve. So, in Runde 4 kommen gleich auch schon getarnte Bloons. Die kann unser Obin Greenfoot nicht bekämpfen. Deswegen benötigen wir diesen Wurffalaffen und ich platziere ihn in etwa so an dieser Stelle. Achte auf meinen Einsatzradius. Und dann mache ich hier auch gleich die Stufe 2 auf der letzten Reihe, sobald ich das Geld dafür habe. Das ist in Runde 4 meine ich soweit. So, Runde 4 ist da. Ich mache die Stufe 2 und auch gleich die Stufe 2 auf der mittleren Reihe bei unserem Fallschussschützen. Und ich spare mir auch gleich das Geld für die Armbrust zusammen, denn unser Wurffalaffe hat nämlich die Aufgabe, die ganzen violetten Bloons, die später kommen, platzen zu lassen. Also das Geld wird wahrscheinlich erst in Runde 8 da sein, kostet immerhin 530. Mit Affenwissen könnte ich mir das jetzt schon leisten, weil das einfach deutlich weniger kostet. So, Armbrust ist da in Runde 8 und unser Wurffalaffe meine ich, deckt jetzt hier den ganzen Bereich hier sauber ab und kann unseren Obin Greenfoot hier unterstützen. Außerdem hat unser Obin jetzt die Fähigkeit bekommen, diesen Brombeerstrauch. Damit kann er jetzt auch die Bleibloons platzen lassen, aber die musst du eigentlich so gut wie gar nicht platzieren, weil unser Wurffalaffe hier wirklich sehr stark ist und auch durch die Stufe 3 Verbesserung mehrere Schichten platzen lassen kann. Da war auch schon der erste Bleibloon, aber unser Obin Greenfoot hat ihn einfach so auseinandergenommen. Okay, wir benötigen jetzt einen Zauberer und der wird hier an diese Stelle platziert, schön in die Kurve hinein, also in etwa so. Und dann machst du als Verbesserung hier unten die Stufe 2 und wir gehen hier oben auf der mittleren Reihe, meine ich, auch auf die Stufe 2. Dann bekommt er den Feuerwall und dann kann er damit nämlich auch getarnte Bleibloons platzen lassen. Okay, das kann er auch schon mit dieser Feuerkugel. Aber die Stufe 2 ist halt deutlich besser, weil er damit wirklich massenweise Bloons platzen lassen kann. So, ich bekomme das Geld wahrscheinlich erst in Runde 16 zusammen. Kostet immerhin 805. So, 805 sind da. Das war sogar noch in Runde 15 der Fall. Okay, unser Zauberer hat jetzt diesen Feuerwall bekommen. Und ich denke, ich werde als nächste Verbesserung hier die Stufe 4 bei unserem Wurffalaffen vornehmen, weil dadurch wird er wirklich sehr stark, macht auch dann kritische Treffer und kann die ganzen violetten Bloons, die bald hier angeschwebt kommen, ohne Probleme platzen lassen. Ich will beim Zauberer auch auf die letzte Reihe gehen, auch auf die Stufe 4, damit er dann diese Necro-Bloons beschwören kann. Die sind auch nämlich wirklich sehr stark und die können dann wirklich alles platzen lassen. So, hier sind auch schon die violetten Bloons unterwegs, aber unser Wurffalaffe lässt sie alle platzen. Okay, macht die Stufe 4 beim Wurffalaffen und jetzt kann er noch deutlich mehr Schaden bei den Bloons anrichten. So, geh jetzt zu deinem Zauberer und mach hier die Stufe 3 Verbesserung, sobald du das Geld dafür zusammen hast. Das ist bei mir in Runde 26 der Fall. Und jetzt demnächst werden noch einmal violette Bloons kommen, aber dank der Stufe 4 von unserem Wurffalaffen sind die überhaupt kein Problem. Die erste Welle von den violetten Bloons, die sind ja schon ziemlich weit gekommen bis an diese Stelle, hat aber trotzdem noch gut funktioniert. Ich hätte auch den Brombeerstrauch auf den Weg platzieren können, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil es halt nicht unbedingt notwendig war. So, wir haben gleich das Geld für den Nekromanten zusammen, also ich zumindest in Runde 31 und ich nehme auch gleich die Verbesserung vor. So, Stufe 4 ist da beim Zauberer und jetzt mit diesen Nekrobloons kann er alles platzen lassen, auch getarnte Bleibloons und auch violette Bloons. Sind jetzt kein Problem für ihn. Okay, wir müssen uns Gedanken um den ersten Moab machen. Da kommt ja jetzt schon in Runde 40 und der erste Moab in diesem Modus, also bei den alternativen Bloon-Runden, der erste Moab ist da gepanzert, das heißt, er hält deutlich mehr aus. Deswegen benötigen wir hier auch den Superaffen und den Superaffen werde ich hier an diese Stelle platzieren, also in etwa so knapp über dem Wurffalaffen, dass er noch diesen Weg hier ein bisschen abdecken kann. So, unser Superaffe steht. Ich mache hier auch gleich die super Reichweite und danach noch die monumentale Reichweite. Oder ich gehe hier auf den Rückschlag. Nee, ich mache erstmal die Stufe 2 auf der mittleren Reihe. Damit kann er wirklich einen sehr großen Bereich abdecken. Und falls noch ein Bloon durchkommen sollte, kann er hier diesen Bloon dann unter Feuer nehmen. So,
Wir machen auch gleich die Stufe 1 Verbesserung auf der letzten Reihe, diesen Rückschlag. Das ist wirklich sehr nützlich. Dadurch können die Bloons ein bisschen verzögert werden. So, Stufe 1 ist da auf der letzten Reihe. Und danach gleich auch noch Ultravision. Dann kann er nämlich auch getarnte Bloons unter Feuer nehmen. So, Ultravision ist wahrscheinlich erst in der... Nee, sogar in Runde 39 habe ich das Geld dafür zusammen. Und dadurch vergrößert sich mein Einsatzradius noch ein wenig. So, der erste gepanzerte Moab kommt und der platzt hier auch gleich an dieser Stelle auf. Der war jetzt nur nicht wirklich schwer. Ich meine, schwierig zum Platzen zu bringen. Okay, was sollte ich als nächstes tun? Ich könnte jetzt hier den schwarzen Ritter machen. Dadurch hat er dann mehr Moab-Schaden. Oder, was noch cool wäre, ich bringe hier meinen Wurfverlauf auf Stufe 5. Das wäre richtig cool. So, ich habe 6000 zusammen. Wenn ich den jetzt verkaufen würde, würde er mir 5,5 bringen. Ja, das wären dann 11.000 und... Ja, der hier nochmal 3,8. Ich glaube, ich warte jetzt einfach mit der Kohle. Also die beiden bringen mir zusammen 5.000, 8.000, 9.000 in etwa, ja. Das heißt, ich muss 10.000 zusammensparen und dann kann ich mir die Stufe 5 bei meinem Wurfverlaufen leisten. Das ist eigentlich jetzt schon der Fall. Die Frage ist, sollte ich den Superaffen verkaufen oder nicht? Ich meine, wir sind schon in Runde 48. Und ja, ich mache das. Ich verkaufe die beiden hier. So, ich verkaufe die beiden und mache die Stufe 5 bei meinem Wurfverlaufen. Der Vorteil nämlich von der Stufe 5 ist nämlich folgender. Er kann jetzt auch Bleibloons platzen lassen und hat einen wirklich sehr großen Radius. Also wie du sehen kannst, lasert der mit seiner Armbrust hier locker lässig alles weg. Ich könnte mir jetzt sogar hier einen zweiten Wurfverlaufen leisten. Dann würde er den ersten hier unterstützen, aber wie du sehen kannst, mit Stufe 5 ist das nicht mal ansatzweise notwendig. Ich mache es aber trotzdem. Nee, weißt du was? Ich platziere hier noch einen Hubschrauberpiloten hin und mache hier die Stufe 3 auf der ersten Reihe und die Stufe 2 auf der letzten Reihe. So, hier kommen jetzt dummerweise getarnte Bloons. Unser Hubschrauberpilot kann sie nicht unter Feuer nehmen, aber jetzt geht es wieder. Wir sind in Runde 52. Ich könnte mir jetzt sogar noch einen kaufen oder ich stelle hier noch einen Superaffen hin. Genau, ich stelle hier einen Superaffen hin. Und mache bei ihm die Stufe 2 auf der letzten Reihe und die Stufe 2 auch auf der ersten Reihe. Dann kann er nämlich auch Bleibloons platzen lassen. Das kann er momentan noch nicht. Kostet 2500 der Spaß. Außerdem hat Owen Greenford jetzt den Baumball bekommen. Den könnte ich auch hier an diese Stelle hinstellen. So, das mache ich auch. So, wir haben nur noch eine Runde durchzustehen. Aber wie du sehen kannst, unser Wurffalafel macht ja alles lockerlässig Platz. Okay, ich mache hier noch die Stufe 2 Verbesserung bei unserem Superaffen, ist aber nicht wirklich notwendig. So, die letzte Runde ist da und unser Wurfverlaffe lasert hier einfach alles weg. Überhaupt kein Problem für ihn. Okay, das ist der Sieg und ich bekomme hier 80 Affendollar und eine Nagelfabrik mit 001. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.